Moin Sens und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Battle Chasers Night War für die Switch. Wir befinden uns im Dorf, haben den letzten Dungeon erfolgreich erlegt und ich dachte, wir rüsten uns mal aus, damit wir in der Kloake hier von der Taverne mal diesen Schleimbeutel killen können, der uns beim ersten Mal so platt gemacht hat. Schauen wir mal, was er noch für Waren hier hat. 4000 Gold haben wir also. Also er hat sowas Panzerhandschuhe, die von der Kraft der Erde durchdrungen sind. Steigert auf jeden Fall die physische Abwehr, den Schaden auch. Und die Ausdauer. Was gibt's? Könnten wir ja mal mitnehmen. Kaufen wir mal. Sturmwind. Bonusschaden. Gibt über 80 Schaden, so verheerend wie die Natur. Kritsch. Die Eile wird aber runtergesetzt. Was ist denn hier? Ein Hack. Ein Schlackenstahl-Haumesser. 16 Schaden macht jetzt nicht so viel. Diplomatie. Oh. Okay, also ich würde sagen, wir nehmen auf jeden Fall das Ding nochmal mit hier oben. Ding auch. Kosten eine Kleinigkeit, aber egal. Bonusschaden, Ausdauer, Magieabwehr, Bergmannsjacke. Gibt uns, warte nicht, für Galli bringt das auch nichts. Hat er noch was Besseres? Besseres. Obwohl der Ring des Gleichgewichts. Leitfaden für fortgeschrittene Waffen. Das nehmen wir mal mit. Einfach nur, damit wir es gleich mal lesen können. Oh, das haben wir hier noch. Okay. Kaufen wir nicht machen. Gut. Ihr stört mich bei der Arbeit. Ich werde hier sein. So, lesen wir uns das erstmal das Ganze durch hier. Als wir gekauft haben. So, die Bücher können wir auf jeden Fall anwenden. Gelernte Rezeptur, ja, der Auge. Gibt's noch? Ja, so, was ist das hier? Oh, guck mal, die ganze Rezeptur ist doch nicht schlecht. Was haben wir noch hier? Sturmwind. Ja, pass auf, die tauschen wir einfach mal ein, auf jeden Fall. Bam. Die tauschen wir auch ein. Bam. Also, ja, jetzt bevor wir dieses Ding da haben, wir gehen mal hier hoch kurz. Ach, da können wir mit der Jägerin reden, genau. Ich sehe auch schon, das ist Zeitverschwendung. Reden wir. Tötet mehr, redet weniger. Ich weise euch den Weg zu den guten Kämpfen, wenn ihr bereit seid. Willkommen. Ich sehe schon, das ist Zeitverschwendung. Na, wir wollen jetzt noch nicht üben. Bis zum nächsten Mal. Nachher. Wollen erstmal die Taverne fertig machen. Ich gehe mal zu diesem Magier hier und gucke, ob ich da irgendwas kaufen kann. Ein paar Tränke oder so. Ausbauen. Sollen wir den ausbauen? Klar. Wenn ihr die Invasion nicht scheut, könnte ich bessere Waren beschauen. Was haltet ihr? Das finde ich super. Ja, ja, ausgezeichnet. Ihr werdet die Entscheidung nicht bereuen. Ketten kürze hier zurück, dann werde ich auch nicht gehen. Okay. Ja, ja. Balkons fertigen. So, Heilungsfrost. Okay. Bringt uns jetzt nicht so viel. Ich kann natürlich ganz viele von herstellen, aber es wäre natürlich schön, wenn es irgendwas Größeres wäre. Was hat er denn für Waren? Mäßige Heilungsflakon. Ja. So. Jetzt, bevor wir da reingehen, schauen wir nochmal, ob wir uns irgendwas hier nutzen können, was besser ist. So, was ist das denn zum Beispiel? Steigert auch Getränke. Entflammt den Getroffenen, ja. Magere Essensreste, die Abwehr nächsten paar Schlachten um 24. So. Können wir gebrauchen? Oder hier? Befestigt man sofort, nee. Steigert die Angriffsreste für ein paar Angriffe um 96, okay. Teufelzorn, Schlacht um 40. Das ist ein Buch. So, nehmen wir auch mit. Noch nichts bei, was irgendwie. Geht nur die andere Stärke runter. So, die müssen wir irgendwie so ein bisschen auseinanderbrechen können. Das wäre nicht schlecht. So, warte mal. Angriffsstärke, nächsten paar Runden. Haben wir auch mit. So.
Gut, dann gehen wir mal rein hier. Setzt euch! Ich hoffe, es ist alles rechtens jetzt und es klappt irgendwie. Ist irgendwann nicht verkehrt. Denn man möchte ja auch fertig werden. Bin gespannt. Die Dungeon-Talente können euch auch in der Schlacht einen Schub geben. So, los geht's. Wir sind voll aufgeladen, voll motiviert. Steigert die Achtung, okay. Hier schlachten, das heißt, wir müssen schnell dahin kommen, ohne jemanden zu erwischen. Aber ich glaube, ich habe die Gegner ja alle schon erledigt bis dahin. Das heißt, wir können direkt durchlaufen, behaupte ich mal. Kommen wir leider immer noch nicht hin da hinten, das macht aber nichts. Wir rennen direkt zum Gegner, also zum Boss. Ein Kloakenschwein und hoffen, dass wir ihn killen können. Sollte aber möglich sein. Oh, was für ein Geruch. Was kommt da? Dumme Sterbliche, glaubt ihr, ihr könnt mich besiegen? Wir wissen's. Okay, los geht's. Ich bin gespannt. Okay, also. Schön, ziehen wir's durch. Auf den gehen wir einmal Geas Faust, dann kriegen wir auf jeden Fall. Wenn wir mal geheilt werden. Stachel rein. Los geht's. Zerreißen, okay. Ja, der vergiftet. So. Ah, ich bin noch ganz oben, okay. Gleich. Frostbombe. Unterkühlt das Ziel. Ablenkender Schuss. Und lenkt den nächsten Angriff auf die Monika. Ne, das müssen wir nicht. Okay, wir machen einen Überfall. Wir geben allen Schutzschild. Und du musst dich, glaube ich, mal heilen selber. So, da gibt es auf jeden Fall Leben wieder. Das Schutzschild hat gewirkt. Das ist schon mal gut. Das sieht schon ganz gut aus. Ich gebe mir nochmal ein Schutzschild. Und hier machen wir vielleicht mal ein bisschen Leben. Symbol. Natürlich alle vergiftet, das ist schlecht. Ich glaube, wir kriegen ihn erst klein. So. Das müssen wir eigentlich erledigt haben, ne? Tief im Schlamm getötet. Wir haben es geschafft. Yes. Ausreißer erschlossen. 4 Vorteilspunkte bekommen. Okay. Verfestigter Matschkern. Ja, kann man nach oben Bescheid sagen, ne? Das war eine Schweinerei. Was wir auch dafür kriegen, wahrscheinlich ist es nicht genug.
Hm, wenigstens sind wir fertig. Wir kommen immer noch nicht rein, ne? Schlüssel für den Ladepunkt, machen wir leider nicht. Gut, vielleicht kriegen wir es nochmal irgendwo her. Gehen wir es nach oben und holen unsere Belohnung ab. Beziehungsweise kriegen wir wahrscheinlich in der nächsten Schlacht, kriegen wir wahrscheinlich das Ding wieder. Behaupte ich mal. Weiß natürlich auch nicht. Wollen wir den Down nochmal drücken? Geht da mit die Tür auf vielleicht mit dem kleinen Schalter hier? Ich weiß es leider auch nicht. Erstens mal. Keine Ahnung, wofür der Schalter ist. Die Tür da oben ist es wahrscheinlich. Ja, für die Tür da oben, okay. Gut. Dicke Lederweste. Ach, warten wir ab. Warten wir ab, was sich noch so ergibt. Und hier wieder hoch. Sehr gut. An dem blinkenden Hain hier unten habe ich schon beim letzten Mal untersucht. Das machen wir hier mal. Ist ja Quatsch. So. Ja gut. Jetzt können wir ja mal nachschauen, was die anderen, was die Jägerin von uns will. Wir haben ja noch zwei Aufträge, die wir noch nicht abgeschlossen haben. Da müssen wir noch einmal, nachdem wir den Dungeon besiegt haben, nochmal woanders hin. Und die Jägerin wollte uns auch noch irgendwas zeigen. Sagen. Gucken wir mal. Bin gespannt. Du kannst deine Herrschaft aus deinem Buch ansehen, ja? Das wissen wir. So, reden wir. Wir haben sie erledigt. Sie dürfte kein Problem mehr sein. Das sind gute Neuigkeiten. Getränke geht auf mich. Da habt ihr. Bleib ein Weilchen! So. Ich glaube, wir wollen nicht mal. Wir reden mal. Einen guten Schluck und freundliche Leute, das findet ihr Was hier. Was braucht ihr? Okay, hat nicht viel. Empfehlt mich euren Freunden! So, gehen wir mal kurz hier hoch. Sonne auf der Klinge. Wir bauen das mal aus hier. Dann könnte ich meinen Bestand ausbauen. Das kostet nur 500 Gold. Jo. Kluge Entscheidung, das reicht vollkommen. Kommt später wieder, ihr werdet euch den Unterschied merken. Kein, ihr werdet dann so. Willkommen. Reden wir. Ja, so. Feuerprobe. Tief im Schlamm. Die Stimme von unten. Wir machen mal die Feuerprobe, oder? Lass mal testen. Die Stufe 12. Das müssen wir auch kriegen. In den Binsen landen. Wenn ihr ihn zuerst beschwören könnt, dringt zu ihm vor, bevor er wirklich bereit ist. Das würde uns eine Menge Ärger ersparen. Achso, okay. Ein brennendes Stück von Feuerfürst Rassels Überreste. Müssen wir noch mal gucken. Den haben wir getötet. Lass den mal abgeben. Mit dem Schlamm. Da! Eine einmal stinkende Gewänder. Super. Ja, mehr haben wir noch nicht abgegeben. Ein Tag für die Jagd. Okay. Üben. Ihr seid wirklich erfahrene Krieger. Das ist mehr als eine Jagd. Die wenigen überleben auf der Insel braucht euch jetzt. Einen guten Kampf lehnen wir nie ab. Gut, es gibt jetzt keinen Grund mehr für Zurückhaltung. Konzentriert euch weiter, euer Superkraftbalken an seine maximale Stärke erreichen. Setze sie mit Bedacht ein. Oder auch nicht, nur setzt sie ein. Keine Sorge, wir werden schon genug Schaden damit anrichten. Jemand nach meinem Geschmack. Mehr Gerede. Okay. Wir haben jetzt Stufe 3 erreicht. Was ist das üben noch? Ihr sucht also nach Macht, mal sehen, ob ich euch helfen kann, euer inneres Potenzial zu erschließen. Calibretto, der alte Kriegsgolem, einer deiner Art ist in den Mooren. Er ist ein weit weniger friedlich. Erledige ihn, dann mache ich dich zu einem noch größeren Verteidiger des Friedens. Garrison, hast du dich schon in der Arena versucht? Wenn du dich verbessern willst, bist du da genau richtig. Gully, du bist noch jung, aber tapfer. Bleib auf deinem Weg, dann wird durch die Schlacht dein wahres Potenzial erschlossen. Die Zauberin kann besser helfen als ich, Nolan, besuch sie mal. Monika, und ich sehe, stehst du auf Bomben. Die Lysolots hantieren auch gerne damit. Erledige ein paar Dutzend von ihnen, dann reden wir weiter. Ein anderer habe ich derzeit nicht. Ihr lebt. Ah, sehr cool. Gut, haben wir einiges, was wir da machen können. Ah, dann haben wir uns das sehen da so. Vita. Ja. Auf Wiedersehen. Jo. So, wir haben auf jeden Fall mal ein Teil bekommen. Dort. Angriff steht hier leider runter. Da geht alles einfach hoch. Lohnt sich nicht, ne? Wer macht nichts? So. Unser nächster Halt wird ja da unten sein. Also kurz, was war das? Scrollen, okay. Dann müssen wir hier mal runter. Denn laut unserem Questlog
Müssen wir Aulumon, der hat uns erzählt, Destra erweckt eine starke Unternehmung, welche hat. Also wir müssen alles tun, um sie daran zu hindern, okay. Ist jetzt nicht so viel, ne? Aber wir schaffen es schon. Am besten ist ja, wenn wir uns einfach zu dem Ausrufezeichen unten hin auf den Weg machen. Hier unten längs. Oh, guck mal, die brauchen wir nicht mal angreifen. Sind zu schwach für uns. Oh, da hinten ist noch eine Truhe. Ich glaube, da mal. Wir gehen auf jeden Fall mal längs. Das Tor haben wir geöffnet. Über die Insel. Ich würde ganz gerne die Truhe da oben haben. Hier sind die Gegner auf jeden Fall ein bisschen härter. Da müssen wir mal aufpassen. So, wir gehen nochmal hier hoch. Machen wir hier diese Spinne kalt. Die Spinne war, ich glaube schon, ne? Genau. Oh, eine riesen Grabspinne. 16. 13, 14, 15. Okay, versuchen wir sie mal. Okay, hier Ausreißer. Das heißt, fügt willkürlich ausgewählten Feinde über zwei Schüsse an der 171 Schaden zu, erzeugt 10 Tage sogar. Machen wir erstmal das hier. Entflammt, ist mal gut. Okay, was ist denn noch für Fähigkeiten hier? Kleine Lady. So, rausleben. Und du machst mal hier. Los geht's. So, jetzt kriegen wir über Leben zurück, wenn wir sie treffen, so. Oh, sehr gut. Okay, jetzt gibt's einen kleinen härteren Schlag. Ja, so. 796. Das Arschviech mir weggenommen. Kann auch gar nicht wahr sein. Eieiei. Ich bin komplett ausgenockt. Libretto gleich mal wieder Musik durch in den Körper reinflößen. Aber es ist ja gut, dass er trotzdem einen Erfahrungspunkt bekommt. Das finde ich mal so ätzend bei anderen Spielen, wenn man denn den Ausguckt, dass er keinen Erfahrungspunkt bekommt. Das ist natürlich ganz nett gelöst. So. Okay, Calibretto können wir natürlich jetzt nicht so super gebrauchen gerade. Oh. Was geben, damit er ein bisschen Leben hat. Auch nichts dabei, ne? Um ihn da irgendwie da. Gut, versuchen wir irgendwie was Kleines im Kampf anzugreifen. Da ist wieder so eine Spinne. So blöde. Wenn ich die jetzt angreife, dann werde ich wahrscheinlich noch ein Männchen verlieren. Ein Weggefährten. Deswegen gehen wir erstmal runter, schnappen uns so einen Billiggegner und heilen uns dann da im Kampf. Machen wir das auch mal. So, der Gold ist ja wieder da. Also müssen wir jetzt wirklich, wenn er ihn jetzt nicht angreift, ne? Das ist natürlich schön. Okay. Gut, töten. So. Teilen wir. Und du kannst noch schön heilen hier. So. Oh, vier Leben weggenommen, die Sau. Na gut. So, dann haben wir jetzt nochmal und dann können wir ihn killen. Langweilig gerade, aber. Okay.
schwer. Aber so unser Leben wieder. So, wir holen die Truhe jetzt da oben noch. Schnell zurück. Ups. Das Südtor. Ja, hier müssen wir ja nach unten. Aber jetzt habe ich schon den Weg da oben zur Truhe so ein bisschen freigekämpft. Dann holen wir uns die auch, obwohl noch eine Spinne ist. Aber die können wir ja vielleicht noch killen. Das letzte Viech. Kann ich mir gut vorstellen. Wir dürfen uns erst angreifen. Haut auch rein, also gleich dein ganzes Leben weg, ey. Ah, shit. Ich dachte, ich könnte das noch retten, aber das war auch nicht. Der haut aber auch so rein, das Scheißviech. So, Kammerjäger, okay. Das ist ja ein Vorteil, schlossen von mir. Da ist natürlich trotzdem niemand verloren, das ist nicht blöd. Ah, wir können die Truhe holen. Gut. Haben wir nicht so viel gebracht, aber immerhin. Ja, ich würde sagen, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir werden auf jeden Fall weiterkommen in der nächsten Runde. Ja, bis dahin. Tschüss.